Wir können aber mal genauso gut eine Runde hier in dieser Karre fahren. Das ist nämlich so ein LKW und den gibt es hier in dem Eurotruck-Simulator Orange. Und dann besorgen wir uns hier mal. Fahren wir nochmal durch die Altstadt. Durch die Altstadt. Ja. Enge Straßen mit einfachen Kreuzungen und klarem Verkehrsbild. Die erste Lernfahrt in der Stadt. Ja, ne, pass auf, wenn er zu einfach ist, dann nehmen wir natürlich erfahrenere Fahrer. Ja. Perfekt. Das trifft doch auf mich zu. Ne? Die Profis vom Dienst. Ne? Also ich. Ja. Da würde ich mal sagen, können wir mal richtig unter Beweis stellen, was wir auf dem Kasten haben. Oder auch nicht. Ja, wie gesagt, jetzt mit dem Karren, das müsste ein. Uah. Huiuiui. Das ist hier ganz schön knapp geparkt, würde ich mal sagen, ne? Wir schmeißen mal an den Wagen. Das ist ja eine etwas ruppigere. So wie so ein Klotz aus dem Augen. Aus, was weiß ich, von sonst wann, ja? Heieiei. So, ne, das ist hier unser Fahrzeug für die heutige Fahrt. Und blinken wir mal und versuchen hier rauszukommen. Ich glaube, das gibt so nichts. Warten Sie mal. Ja, Blendlicht hat jetzt gefehlt. So, wir haben jetzt wenigstens von oben hier die Übersicht, ne? Das muss man ja jetzt echt sagen. Also ich übersehe jetzt hier nichts mehr, ja? So, die Leute, die drin sind, haben Vorfahrt. Jetzt sehe ich natürlich nichts mehr. Also ich gehe jetzt da mal von aus, da ist keiner. Ah. Dann fahren wir jetzt mal hier rauf auf die Spur. Eieieiei. Und wollen hier an der nächsten rechts raus. Und bleiben mal auf der mittleren Spur. So. Ach, jetzt war das plötzlich vierspurig. Ist ja lustig. Wie konnte das denn gerade passieren? Wieso waren da plötzlich vier Spuren? Tö. Ich würde sagen, wir fahren erstmal ein kleines Stück geradeaus, wo wir so schön Fahrt aufgenommen haben. Müssen wir auch direkt mal nutzen. Und wir können ja auch mal direkt auf die Autobahn fahren. Ist das Ding, denke ich mal, eher aufgehoben als hier. Blinken wir mal links und gucken, dass da nichts ist. Genau, das ist diese Südumfahrung und die würde ich sagen, können wir ja befahren. Ach, zwei Ausfahrten weit, würde ich mal sagen, irgendwie sowas in der Art. Eieiei, was fahren die sich denn hier wieder zusammen? So, wir müssen jetzt hier ein bisschen Gas geben. Wir sind jetzt hier auf der Autobahn, da können wir nicht immer so luschenhaft hier durchrasen. Ah, Gott. So, und das ist unser letzter Gang, den wir haben. Wir geben alles. Nur allzu schnell will die Karre auch nicht fahren. Ist die bei 90 abgegrenzt? Nö, natürlich nicht. Ist ein russischer LKW, ne? Da braucht man das nicht. Du, hör mal, schnell ist man ja auch nicht unterwegs.
Ich glaube sogar, das ist der gleiche LKW wie der, der da vorne fährt. Kann das sein? Hinten so zwei Dreiecke hinten dran. Warte mal, das können wir mal nachprüfen. Ja, kann der gleiche sein, muss aber nicht. Ich werde ihn mal einholen. Mal gucken. Das muss ich jetzt wissen. Na, so ein ähnlicher ist das, aber ich denke mal, das ist auch Karmas. Ich meine, in Russland gibt es ja sonst kaum was anderes. Auch so niedliche Blinker vorne, oh Gott. So, die darf ich jetzt eigentlich nicht überholen. Die Autos hier links fahren. So. Also ich denke mal, für solche Strecken ist das schon sehr optimal. Wobei ich würde auch gerne eventuell nochmal eine Runde durch die Stadt fahren mit dem Ding. Und wir können ja dann gleich an der nächsten Ausfahrt mal abfahren und das dann machen. So. Genau, so fällt sich das an sich auch ganz gemütlich, aber. Oh. Moment. Oh, So, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir uns hier nichts abfahren. Was ist das denn? Ach, hört einfach der Fahrstreifen auf, ja. Auch eine Idee, ne? Wir müssen Gas geben, dass wir den Leuten jetzt sagen, wir ziehen jetzt richtig ab. Old Area. Fahren wir mal hier hin. Das ist ja bestimmt auch ganz nett. Und dann wollen wir jetzt natürlich auch mal unter Beweis stellen, wie gut wir das hier in der Stadt hinkriegen. Ich meine, auf der Autobahn fahren ist ja auch nicht ganz so schwer. Ja gut, sagt der, der da gerade die Katze gegen die Leitplanke gefahren ist. Ja, oder jetzt schon wieder. Aber das wollte ich gerade sagen. Genau, jetzt geht es nämlich auch ein bisschen daran, mal in der Stadt zu üben, wie man da mit so einem großen Gerät fährt. Ich meine, wir fahren ja durch Omsi ja schon oft mit großen Gefährten, aber ich denke mal, das ist einfach mal ganz interessant zu machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich.